Das große Android-Update ist endlich da und heute gucken wir uns mal an, was die besten neuen Features sind. Ich würde mal sagen, meine lieben Freunde, los geht's! Android 10 bzw. Android Q ist endlich draußen, zumindest halt für die ersten Smartphones. Vor allen Dingen die Google Pixel Geräte sind damit schon versorgt. Deswegen habe ich mir jetzt mal hier aus unserer IT ein Google Pixel 2 ausgeliehen. Die anderen Geräte, die werden jetzt peu à peu auch damit versorgt werden. Und jetzt gucken wir einfach mal, was sind jetzt wirklich die besten neuen Features, die uns jetzt hier Android beschert hat. Gerade was so Datensicherheit angeht, scheint hier Google ein bisschen dazugelernt zu haben. Bevor wir aber zu den neuen Datenschutz-Features kommen, möchte ich mit einer anderen Sache starten und das ist der Dark Mode. Alle Android-Nutzer, die ein OLED-Display haben, werden sich auf jeden Fall darüber freuen, denn der Dark Mode bringt eigentlich vor allen Dingen einen Vorteil, mehr Akkulaufzeit. Es gibt eigentlich kein modernes Smartphone, das irgendwie das Problem der Akkulaufzeit irgendwie gelöst hat. Ja, das kann man auf jeden Fall mit dem Dark Mode wesentlich besser realisieren. Und zwar sieht das nämlich wie folgt aus. Ich habe hier gerade schon den Dark Mode drinne. Den kann man aber auch über eine ganz leichte Funktion ein- und abstellen. Hier gibt es nämlich dann das dunkle Design. So sieht Android dann normalerweise aus. Und hier kann man dann auf Display gehen, dann dunkles Design ankreuzen und dann wird alles dunkel. Was wird alles dunkel? Das sind einerseits verschiedene Google-Anwendungen. Viele sind allerdings aber davon auch noch nicht betroffen. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier in den Play Store geht, sieht man hier immer noch alles hell. Peu à peu werden mehr Anwendungen schwarz werden. Außerdem, und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, werden jetzt sehr viele Entwickler anderer Apps dazu angehalten, vielleicht ein dunkles Design einzuführen. Das kann man dann innerhalb der App einstellen. Zum Beispiel, sagen wir mal, das populärste Thema ist ja WhatsApp. WhatsApp wird sehr, sehr oft verwendet, sagen wir mal so. Wenn das Ganze natürlich ein dunkles Design hat, dann Akku spart, ist das natürlich schon eine ganz großartige Sache. Auch ein sehr gutes Feature und vor allen Dingen wirklich ganz gut umgesetzt, muss man wirklich sagen, die Gestensteuerung. So sieht das Ganze aus. Normalerweise hat man drei Schaltflächensteuerungen. Hier oben wird es auch angezeigt. Dann hat man die Option auf eine 2-Schaltflächensteuerung. Das sind diese Zeichen hier unten und es gibt die Gestensteuerung. Die Gestensteuerung ersetzt die üblichen Icons gegen einen einzigen kleinen Balken. Das Navigieren ist tatsächlich wirklich ziemlich easy. Um zwischen den verschiedenen Apps zu wechseln, swipet ihr mit dem Daumen vom Balken nach oben und bleibt kurz mit dem Finger stehen. Ja, und dann erscheint die Taskleiste. Um einen Schritt zurückzugehen, setzt ihr den Finger an die linke oder rechte Seite und swiped in die Mitte. Wollt ihr eine Anwendung schließen, swiped ihr einfach ganz schnell von unten nach oben und das Ding ist zu. Bei den nächsten zwei Punkten merkt man, das finde ich wirklich cool, dass Google sich versucht, den körperlich Eingeschränkten hinzuwenden. Es gibt nämlich einmal ein Feature, das nennt sich Live Caption. Das ist eine Live-Transkriptions-App. Hier wird alles Gesprochene in Text umgewandelt. Hört sich jetzt noch nicht so besonders, sagen wir mal, außergewöhnlich an. Was aber hier sehr interessant ist, das Feature, was kommen wird dazu, ist, dass ihr das quasi als direktes Untertitel-Tool verwenden könnt. Sprich, wenn ihr zum Beispiel YouTube-Videos habt, die jetzt nicht unbedingt so toll mit Untertiteln ausgerüstet sind, dann könnt ihr dieses Tool nutzen und habt dann wirklich automatisch dann den Ton in Text übersetzt. Ist nicht nur gut für Leute einerseits, die jetzt vielleicht nicht hören können, sondern auch für Leute, die ja keine Kopfhörer dabei haben, irgendwie ein YouTube-Video sehen wollen oder irgendwas anderes sehen möchten und dann einfach live alles als Text haben wollen. Außerdem gibt es den Sound Amplifier. Hier werden leise Töne lauter gestellt. Das Interessante ist hier, dass das Tool wirklich sehr, sehr intelligent funktioniert. Das bedeutet, dass jetzt nicht andere laute Töne, ungewollte Töne noch lauter gemacht werden, sondern wirklich nur die leisen Töne und dann dabei helfen sollen, bestimmte leise Sachen zu verstehen. Was hier nochmal ganz interessant ist, dass ihr es nicht nur dazu verwenden könnt, quasi besser zu hören, sondern auch quasi genau gegengesetzte Richtung. Nicht Noise Cancelling Kopfhörer können quasi hier zu Noise Cancelling Kopfhörern umgebaut werden. Da kann nämlich diese App
beziehungsweise dieses Feature dann die Sounds rausfiltern, so dass ihr nur vermehrt nur euren normalen Klang habt über die Kopfhörer, die Musik, die ihr hören wollt, und die anderen Töne von außen werden rausgefiltert. Wie genau das funktioniert, das müsste man tatsächlich mal testen. Kommen wir zu einem wichtigen Punkt, das ist der Datenschutz, und hier wurden mehrere Sachen gemacht. Mit dem neuen Android-Update habt ihr nämlich Zugriff auf eure Standortdaten, die könnt ihr ab jetzt verwalten. Das heißt, ihr könnt für jede App entscheiden, individuell, wer bekommt meine Standortdaten und wer nicht. Warum ist das interessant? Es gibt wirklich unendlich viele Apps, die genau abfragen, wo ihr euch gerade befindet und euch zum Beispiel entsprechende Werbung schickt. Für viele Leute ist das, sagen wir mal, nicht das Gelbe vom Ei und dementsprechend könnt ihr das jetzt hier selber verwalten. Generell wurde auch die Datenschutzfunktion aufgewertet und nach eigenen Angaben um über 50 neue Features erweitert. Außerdem habt ihr hier so eine Datenschutzübersicht, wo ihr alles mögliche nochmal verwalten könnt, zum Beispiel auch Werbung, Personalisierung. Also hier hat auf jeden Fall Android Q bzw. Android 10 einiges nachgeliefert. Meine lieben Freunde, was ist euer Lieblingsfeature? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall großer Fan vom Dark Mode natürlich, weil der Akku spart, ist relativ pragmatisch. Und jetzt geht's los für euch. Direkt weiterklicken und zwar hier auf dieses Video. Das ist nämlich ein Video über 5G und wie man jetzt schon drankommt oder beziehungsweise ob sich das derzeit überhaupt schon lohnt, 5G zu verwenden. Wenn das interessiert, draufklicken und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und tschüsschen.